Was sind Sie eigentlich im Sternzeichen? Im Sternzeichen, Sie haben doch bestimmt auch ein Sternzeichen. Ja, Jungfrau. Eine Jungfrau. Eine Jungfrau? Wo? Oh. Endlich, her damit. Ich will auch eine. Nein, erst zu mir. Ich bin schon länger hier. Schnauze! Jungfrauen passen ganz toll zum Zitronenfalter. Das ist doch kein Sternzeichen. Doch, im Vulkanettenhoroskop. Zufälligerweise bin ich Zitronenfalter. Bei uns gibt's nur Insektensternzeichen. Stubenfliege, CC-Fliege, Schmalzfliege, Eintagsfliege oder auch die Wespe. Soll ich Ihnen nochmal meinen Aszendenten zeigen? Nee, lass mal stecken. Den kannst du deinem Freund zeigen. Na, das ist doch nicht mein Freund. Er ist halt mein Captain. Ohne mich wäre der total aufgeschmissen. Außerdem hat er keine Ahnung, was Frauen wollen. Das geht mir genauso. Ich weiß zwar, dass man gut aussehen muss, aber... Aussehen ist nicht so wichtig. Humor muss man haben. Hab ich, sagt ein Arzt zum Patient. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute Nachricht ist, Sie haben noch einen Tag zu leben. Die schlechte Nachricht ist, ich habe es gestern vergessen, Ihnen zu sagen. Gestern vergessen. Nicht schlecht. Aber soll ich dir mal verraten, mit welcher Frage du wirklich jede Frau zum Schmelzen bringst? Willst du mit mir shoppen gehen? Shoppen gehen? Und ich habe immer gedacht, Frauen stehen drauf, wenn man ihnen was auf dem Klavier vorspielt. Also für mich kommt sowieso nur eine Frage. Ich würde heute auch nicht mehr heiraten. Meine Ex-Frau, die hat mir damals alles weggenommen. Mein Hund, mein Job und sogar mein Locher. Weil dann kannst du ja gar nichts mehr abheften. Tja, soll ich dir mal was zeigen? Hier. Kleiner rosa Kumpel ist das Einzige, was mir noch geblieben ist. Mei, was bist du denn für ein Schweinchen?